egal wo, kommt jeden Morgen irgendein Hannes und macht Balava. Er jetzt hier mit dem Unimog. Da hatten wir schon Laubbläser, Rasenmäher. Also wirklich egal wo, ob du jetzt in der Peri stehst, mitten in der Pampa oder ob du irgendwo in der Innenstadt gerade chillst. Jedes Mal kommt irgend so ein Hannes und macht Balava mit seinem Moped. Und meine Beine sehen aus, als ob ich ein Heroin-Junkie wäre. Ich glaube, wir waren zu nah an dem Wasser hier. Mückenangriff des Todes. Also wir hatten jetzt schon die ganze Zeit Mücken, aber Mückenstiche, aber jetzt sind die Beine komplett durchlöchert. Wir fahren jetzt Frühstück. Frühstück! Ja, huste nochmal meine Anmoderation. Entschuldigung, Anmoderation nennt er das. Kelly okay, steht da, Rewe ist hier, Becker, Bachmeier. Keine Ahnung, checken wir jetzt mal ab hier. Anständig frühstücken, dann reicht das wieder bis heute Abend. Wie die ganze Tour. Auch ohne anständiges Frühstück hat es bis abends reichen müssen. Also bei Crushed Ice wird die Kühlkette immer unterbrochen, das ist immer ein Block. Jetzt nicht mehr. Ja, damit wir auch kalte Getränke bei heißen Sommertagen haben. Ups, das war zu weit geschmissen. Da rein. Ja, wir sind gerade mal am gucken, was denn noch so geht dann am Montag in Österreich. Wir haben schon den Sonntag wieder ein bisschen umgeschmissen und für heute wissen wir, was wir machen. No chance, ey. Sämtliche Alpine Coaster haben montags geschlossen. Meistens haben die montags, dienstags geschlossen. Montag, Dienstag, Mittwoch. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Jetzt haben wir zum Beispiel den Maiskohlenflitzer da. Oh ja, alles auf, außer der... Aber das ist auch, glaube ich, allgemein. Und allgemein hat alles montags zu. Kannst im August machen. Also am Ende Juni. Guckst du noch mal nach dem Lucky Flitzer, ob der auch wirklich auf hat? Der Lucky Flitzer hat das ganze Jahr auf. Gut. Hier fliegen ziemlich viele alte Bobs und alte Schienenteile rum. Was ist denn hier los, ey? Man hat doch nicht einfach Schiene über. Und wir sind so viele gefahren und wir hatten ja schon in anderen Videos alle möglichen Varianten des Liftes für Alpine Coaster. Hatten immer jetzt den gleichen, immer den normalen Stahlseillift, der einfach oben bringt. Heute haben wir wieder den Sattellift hier. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber wo die Stange hier eingehakt wird und ihr dann hochgezogen werdet. Das ganze Ding ist auch hier relativ überschaubar. Es geht hier eigentlich nur in riesigen Helix, die karussellmäßig aufgeständert sind, runter, wie ihr seht. Und relativ kurz, aber lag halt auf dem Weg und dann nehmen wir den natürlich auch noch mit. So ist das ja nicht. Hoffentlich weiß er, dass wir gleich kommen. Jetzt sind wir das Ding gefahren. Hier ist der Lift nochmal. Es gibt auch On-Ride-Fotos. Was gibt es hier noch? Es gibt noch die Rodelhütte. Da könnt ihr gastronomisch was abgreifen. Bagger, Trampoline, Luna Loop und so ein Kiddie-Trecker. Alter, was ein Moped. Der Anfang mit diesem Double Down, richtig cool. Dann habe ich gedacht, okay, dann war es das jetzt. Außer geiler Aussicht und dann gleich die ganzen Helix, gibt es nichts mehr. Aber dieser Drop Richtung Tal in die Helix rein. Gut, dass da die Wirbelstrombremsen sind. Wirklich? Eieiei. Ei, ei. Also ich hing so volles Pfund auch im Gurt drin. Ne? Eieiei. Ei. Jetzt geht aber auch das Fahrt ab hier. Ne? Ja, wir fahren.
Ja, wir fahren jetzt direkt weiter und verlassen jetzt Deutschland und fahren jetzt nach Tschechien und fahren da weiter Alpine Coaster und besuchen noch einen Freizeitpark. Eine noch nicht aufgebaute Kirmes in Tschechien. Also sie sind gerade noch am Aufbauen. Mann, bald euch mal. Also, jetzt auch nicht mehr. Jetzt sind wir durch. Schade, sonst hätten wir direkt angehalten. Wir sind nämlich 18 Minuten vorm Ziel. Das hätte auch noch gepasst, glaube ich. Unten die Wannenrodelbahn, oben der Alpine Coaster. Und was machen die mit den Alpine Coastern? Den Jason, siehst du das? Dieses Karussell noch mal da separat? Ja, um Platz zu sparen und die ganzen Rodel, dann werden die einfach mal hochgefahren ins Karussell und dann kommen die wieder runtergeeiert. Meinst du, Tickets kriegen wir unten? Ja, ne? Ja. Bestimmt. Wir haben gerade noch auf dem Weg hier oben nach oben gesehen, irgend so ein tschechischer Afterburner. Und andere Geschäfte standen hier rum, aber ich weiß nicht mehr, wo das jetzt genau ist. So, wir sind jetzt schon auf dem orangen Bob. Ja, die Wannbahn, wie man sie kennt. Ja, bevor ich da wieder das Fleisch vor mir habe, spare ich mir das auf jeden Fall. Geht halt auch nur im Zickzack die Zeppelin hier runter. 3,50 Euro die Fahrt, in tschechischen Kronen weiß ich das jetzt gerade gar nicht, steht aber auch in Euro dran und du kannst auch in Euro bezahlen, ist halt auch gar kein Problem. Und wir gehen gleich nach vorne nochmal gucken, wo ich diesen komischen Art Afterburner gesehen habe, weiß nicht was es war. Aber erstmal oben stehen bleiben, weil Distance hier unten hat er sich nicht drauf eingelassen. Ja, schauen wir mal. Na? Guck mal, der See, ey. Meinst du? Meinst du? Meinst du? Ich fahr auf, ey. Das war jetzt eher ereignisarm, nicht so spektakulär. Was soll das lange gerade Stück? Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie muss man wieder dahin zu bekommen. Ja. Ich muss auch. Also das finde ich cool. Also es sind Kirmesfahrgeschäfte, es ist aber kein Luna Park, es ist der Una Park. Ach, das L ist noch beim Bistro. Die Schilder gehören zusammen. Na, das ist doch ein Lunapark. Lass es hier mal nicht. Oh. Aber es ist auch, das ist noch von der Nacht. Das ist ein. Ach, Leute. Aber wir gehen jetzt mit euch mal eine kleine Runde. Ich hatte die Hoffnung, dass hier vielleicht noch in der Ecke irgendwo eine kleine Kinderachterbahn steht. Das ist leider nicht der Fall. Dann machen wir so eine kleine Eisenbahn. Autoscooter. Kinderkarussell. Ist das ein tschechischer Nachbau von einem SP-Visa-Geschäft, Alter? Gibt es noch einen Scheibenwischer? Das sieht ganz normal aus, jetzt wenig dekoriert. Und EXX Extreme. Thank you.
Wer hat das gebaut und warum? Warum so? Crazy. Aber witzig auf jeden Fall. Wir wollten jetzt hier nochmal eine Runde rüberlaufen. Geil, der Kompressor ist von Workzone. Das war schön beim Aldi einen Kompressor gekauft. Ja. Ich hätte jetzt auch mal den Autoscooter ausgeklappt, vielleicht komplett. Und ein- und aussteigen geht auch nur auf einer Seite beim Kinderkarussell. Aber das, der Buggy da hinten, das ist so ein SWF-Nachbau, ein tschechischer. Da ist auch eine Achse einfach drunter. Das hier ist P3. Ich weiß auch nicht. Und der Weg runter wieder. Okay. Nein! Oh Gott! Jetzt haben wir den Zug wenigstens mal gesehen, der hier, wo die Gleise durch den ganzen Berg gebrattert sind. Leider trennt sich genau jetzt unsere Wege. Aber mit dem Doppelstockwagen, im normalen Wagen hinten dran ist das was. Ohne E-Lok. Ja, Gott sei Dank. Das ist, war jetzt gerade noch breit. Das geht schon einige Kilometer so, das wird auch einige Kilometer so gehen. Das ist übrigens zweispurig. Wo ist ein T-Shirt? Mal gucken, ob jetzt wieder einer um die Ecke kommt. Der Stern. Wir sind angekommen, sind einmal durch Tschechien, dann durch Österreich und jetzt sind wir wieder in Tschechien und Merlins Kinderwelt ist in diese Richtung. Ich glaube, dazu gibt es einfach einen separaten Vlog, das könnte sich lohnen. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. Going out of ourselves, can we feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip now. Trip, trip, trip. Oh, I flick that switch, kill the lights. Oh, I wasted city lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight. Out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're the wheels that won't stop turning. I know we're acting stupid, being dumb. Maybe just a little bit foolish, but I feel so young. Just go a little crazy and lose it. I don't care if we don't. It's the only way we know how to do it. Make me feel so young.
Doppelzimmer. Vorschau. Kann man auch noch mehr gucken? Nee, ist jetzt ausgewählt. Wir kamen gerade spontan auf die Idee, wie lustig wäre das, wenn wir in dem Jukebox-Hotel einfach übernachten würden, das hier ist, und da steht nonstop open. Es gibt nämlich keine Rezeption. Das ist die Rezeption. Und wir haben gerade einfach mal ein Zimmer darüber gebucht. 69 Euro die Nacht für zwei Personen. Frühstück gibt es scheinbar auch. Keine Ahnung, ob es das wirklich gibt. Und wir gucken mal, wie wir jetzt reinkommen. Ja, wenn... hier unten sind wir dann. Richtig oldschool, deiner Style. Geil. Sieht denn noch mal aus, wenn das so hübsch ist, ne? Nee. Das ist ja verrückt. Da geht's noch so ganz neu. Das, ja, ist ja auch noch neu. Die haben dann schon den Weg draußen fertig. Dann gehen wir mal gucken. Ach, cool, guck mal. Mhm. Wir sind Johnny Cash, ja Mann! Stimmt. Okay, jetzt dann. Wie cool. Wir sind echt Johnny Cash. Kann das auch Johnny Cash abspielen? Der Stecker ist nicht drin. Mann! Hier riecht was so ein bisschen. Neu. Richtig neu. Ja, jetzt haben wir ein Hotel gebucht. Mega geil! Endlich mal ein Hotelzimmer, wo du deine Mucke mit Bluetooth einfach direkt koppeln kannst. Du kannst sogar hier CDs rein. Montag bis Freitag geschlossen. Bums-Restaurant. Was ist denn mit den komischen urigen Dingen da vorne? Ich glaube, da gibt es fast dasselbe, aber... Ja, wir gehen zur Burg. Wow! Sieht man nur nicht. Zigeunerschnitzel, aber nur wenn es das auch paniert gibt. Das heißt Sinti und Roma Schnitzel. Und ich nehme den Mixed Grill zum hungrigen Ritter. Mixed Grill zum hungrigen Ritter nehme ich. Oder vom hungrigen Ritter, für den hungrigen Ritter. Für alle. Auch wenn Lancelotte auch interessant aussah, aber das gibt es ja bei uns im Bierdorf. Oh, Bierdorf hat einer gesagt. Die Uschi nimmt doch nicht ihr Essen, was sie bestellt hat, weil... Ist ein Schnitzel paniert. Das ist nicht paniert. Jetzt nimmt ihr einfach ein Wiener Schnitzel, weil da was paniert ist. Kann auch nicht getauscht werden gegen ein paniertes, auch wenn es panierte Schnitzel gibt. Das verstehe ich wiederum nicht. Und von mir aus nehmen 50 Cent mehr für die Banane. Ja. So mal real sein. Danke. Ist halt total Blödsinn. Aber ja, ja, dafür ist das Budweiser verdammt gut. Ist aber auch local. Und wir fahren kein Auto mehr. Das ist halt diese Freizeitpark-Gastronomie hier.
Die Tore sind geschlossen, der Park ist geschlossen, aber es sind überall noch Leute drin. Was ist denn mit denen? Da ist noch ein Operator, der operiert die letzten raus oder was? Also Operator brauchst du halt auch ab und zu nur, ne? Wir haben ja nicht nur, jetzt habe ich das Heineken in der Hand, wenn das Budweiser leer ist, das ist ja peinlich. Wir haben ja nicht nur ein Themenhotel mit Themenzimmer, wo jedes Zimmer einem anderen Musiker gewidmet ist, und wir haben nicht nur eine Jukebox, die muckemäßig voll abgeht. Nein, Achterbahnblick, da, Parkblick, aber Blick auf die beste Achterbahn des Parks, auf die größte Achterbahn des Parks, auf den Golden Horse Coaster. Und ich entschuldige mich bitte für das Heineken, wir haben aber die ganzen Budweiser, die wir geholt haben, schon weg. Schnelltrinker. Ich habe hier gearbeitet. Bla bla bla.